Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit einer neuen Folge Hong Reacts. Aber nicht zu einer meiner alten Folgen, sondern zu einer brandneuen Folge. Aber nicht von mir, sondern von Revi, Revins Zeit. Der hat mit zwei anderen, einer von denen war Puki, der andere war Propa. Der sagt mir absolut gar nichts, aber die drei haben ein Pokémon Go Video gemacht. Der Titel heißt Propa macht mich zum Pokémon Go Meister. Ich finde es immer sehr interessant, wenn Pokémon Go mal wieder in den Medien ist oder von wirklichen YouTubern gespielt wird. Finde ich immer sehr interessant, das zu beobachten. Ich meine zum Beispiel Sturmwaffel, wissen wir, zockt auch regelmäßig Pokémon Go. Aber er kennt sich aus. Er triggert, er hat X-Rays gemacht, er hat Go Plus am Start, er kannte die Events. Also das war ein bisschen anders. Er hat schon, muss ich schon sagen, serious gezockt. Aber ja, ich habe das Video gesehen von Propa. Und das ist auf jeden Fall nicht so ernst, aber wir schauen mal rein. Ich drück mal Start. Ja? Also erstmal, das war nicht von Pokémon Go irgendwie. Also wieso sie Pokémon Go verwendet haben oder gespielt haben ist, sie haben irgendeine Partnerschaft, irgendein Werbevideo mit Google Play. Dementsprechend haben die irgendein Spiel gesucht auf Google Play oder im Google Play Store. Und das beste Spiel natürlich Pokémon Go, was sonst? Dementsprechend haben die hat jetzt ein Pokémon Go Video gemacht. Aber an sich hat keiner von denen Bock auf Pokémon Go. Die wollten nur das Geld, nur den Werbevertrag und an sich hätte da eigentlich jedes andere Spiel aus dem Store auch verwendet werden können. Aber Pokémon Go bringt noch halbwegs Klicks, dementsprechend haben sie sich dafür entschieden. Komm. Boah, geil, Leute. So geiles Wetter draußen. Perfektes Wetter, um wieder Pokémon Go zu spielen. Boah, ich hab nicht so wirklich, Bock, Digga, ey. Nicht ich hab einen extra neuen Account gemacht. Ich werde Puki und Propa zeigen, den Weihnachtsmann Squad, wer hier innerhalb einer halben Stunde das beste Pokémon fängt, Leute. Und ich werde jetzt hier alle Pokémon in dem ganzen Park finden und fangen. Ja. Boah, das ist eigentlich eine coole Idee. Wirklich cool. So eine Challenge, wer das beste Pokémon in der Zeit fängt. An sich echt geile Idee. Richtig geil gemacht, finde ich. Problem ist, keiner von denen hat es natürlich ernst genommen. Ich habe Pukis Video nicht gesehen, vielleicht hat er es ernst genommen, aber ja, Revi auf jeden Fall nicht. Was schade ist, aber an sich so eine Challenge ist schon cool. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von so einer Challenge haltet. Der beste Pokémon-Meister der Welt, ja! Wie will ich aussehen? Ich bin der hier. Die Augen machen wir blau und die Haare machen wir so. Das ist übrigens sein zweiter Account. Er hat schon mal einen gemacht. Ganz cool natürlich. Und das ist sein zweiter Account, also Revi Multi-Accounter. Ja, okay, perfekt, gut. Oberteile, okay. Und damit werde ich alle Pokémons fangen. Es befinden sich ja Pokémon in der Nähe. Leute. Also mich stört es nicht, aber er hat Pokémons gesagt. Ich weiß, viele Leute sind getriggert. Die regt das auf, wenn Leute Pokémons sagen. Hier ist irgendwo ein Pokémon in der Nähe. Glumanda! Da ist Glumanda, okay. Ja, ich hab getroffen! Ja! Mein erstes Pokémon, Leute, mein erstes Pokémon. Oh Leute, ich werde es Puki und Propa so zeigen. Es geht nämlich darum, wer innerhalb von einer halben Stunde das stärkste Pokémon fängt. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da sind Pokémon! Was ist das? Kabuto, okay. Nein, ich treffe nicht! Scheiße! Mann! Wir fliehen, weglaufen, schnell. Das wird zu gefährlich. Wir fliehen und schauen, ob wir noch irgendwo... Au! Okay, da ist es wieder, das Kabuto. Scheiße, Mann, das ist so schwer! Komm schon! Ich treff's nicht! Ja! Ja! Okay, damit werde ich Spooky zeigen. Komm schon? Komm schon? Ja! Yeah! Wir haben Kabuto, Leute! 194! Oh, Leute, das ist crazy! Wo sind weitere Pokémon? Level 2! Ja! Übertreibbar! Hier sind keine Pokémon mehr in der Nähe! Ich habe nur noch 20 Minuten Zeit. Hier sind keine Pokémon mehr! Mann! So will ich niemals mit anderen aus meinem Sport schlagen. Ich meine, wie soll ich gegen Propa und Puki? Die sind beide so gut. Wie soll ich denn jemals ein Pokémon-Meister werden? Digga, schau meine Videos, dann bist du Pokémon-Meister. Hey, hör auf zu heulen! Hä? Dauert das. Thank you.
stell dich nicht so an. Ich steig dir jetzt in mein Pokémon-Schrank. Was soll ich denn damit? Ja, der Opa sagt noch Pokémon. Der Opa weiß es nicht besser. Ja! Pokémon! Ja! Es ist für die Pokémon! Ja! Okay, hier ist ein Pokémon. Ich fange das jetzt. Ja, den Ball andrehen und von rechts. Von rechts? Okay, nochmal. Den Ball andrehen und nach rechts werfen. Okay. Ganz ruhig. Ich schaffe. Ah, verdammt! Okay, ich versuch's nochmal. Ja! Okay, komm schon. Nein, das Pokémon ist weg. Scheiße, wir finden schon eins. Komm, du zeigst mir, wie das geht. Let's go. Opa, hier ist ein Pokémon. Okay, den Ball. Oh, hier. Den Ball von rechts, sagst du? Von rechts. Von rechts. Ja? Komm. Ja! Wir haben's! Ja! Gott, Pookie, wir zeigen's dir. Wie viele Punkte? 310! 310! Ja! Sehr geil. Okay, weiter geht's. Zwei Stück. Okay, Slimer. Okay. Andrehen. Okay. Andrehen. Andrehen und nach rechts. Andrehen nach rechts. Ach, verdammt, warte. Egal. Eher da weg ist. Komm schon. Den Ball drehen und... Da, verdammt. Ja, okay. Ja. Komm schon. Vielleicht können wir damit gegen ihn gewinnen. Komm. Hä? Ja, wir haben es. Sehr gut. Ja. Der hat 89 und er hat bereits einen mit 310. Und er sagt dann, vielleicht können wir damit gewinnen. Sehr gut. Fuck. Okay. Wir schauen, wie viel WP hat es? 89. Ja, okay. Das wusstest du davor doch schon. Okay. Jetzt hier links, da sind Pokestops. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. 12er WP. So ein Müll-Pokémon, das braucht kein Mensch. Passend zu einem Mülltrainer. Ich höre auf und suche ein Pokémon. Ja, du hast recht. Ja. Aufhören zu heulen, Pokémon suchen. Das läuft nicht. Ich glaube, das erste Pokémon, was wir gefangen haben, war wirklich gut. Das 300er. Damit könnten wir... Das erste Pokémon, das du gefangen hast, war der Commander. Du musst noch eine Menge lernen. Ja, ich weiß. Aber ich mach das doch schon gut, oder? Ja. Ja, geht doch. Okay, dann... Okay, Leute. Du machst es sehr gut. Dankeschön. Dann lass uns weitermachen. Komm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, Leute. Je näher wir uns der Hauptstraße nähern, umso dümmer komme ich mir mit dieser Perücke vor. Hier sind auch Arenen in der Nähe. Was haben wir hier vorne für eine Arena? In Garados. Boah, die haben alle 2000er WP und sowas. Da gehen wir auf jeden Fall nicht hin. Und ich glaube, Leute, wenn ich jetzt mal reingucke, das beste Pokémon ist 310. Das ist schon stark. Hier habt ihr mal ein Owei. Owei? Das ist auch so ein Owei. Ja. Und ich muss den Pokémon hinterherfahren. Wo sind sie dann? Wo sind sie geblieben? Ich glaube, wir finden nichts mehr. 310 war das Beste, was wir hätten finden können. Aber vielleicht haben wir das Glück, dass Pookie ein bisschen mehr Pech hat als wir. Dann passt das vielleicht, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich noch im Büro wieder, Leute. Bis dann, ciao. Freunde, die Ergebnisse stehen fest. Pookie hat einen WP-Score von 321 gehabt. Wir hatten 310. 11 Punkte. Leider Gottes hat es nicht ganz gereicht. Aber wir sind auf einer relativ guten Platzierung gelandet. Doch welcher das genau ist, meine Freunde, das könnt ihr dann erfahren, wenn ihr das Video von Propa auscheckt. Und natürlich das von Pookie. Falls ihr noch keine Ahnung habt, was Pokémon Go überhaupt ist, dann legt ihr auf jeden Fall hinter den Mond. Und ihr könnt gerne mal bei Google Play vorbeischauen. Der Link dazu ist in der Infobox. Nee, ihr könnt bei mir vorbeischauen. Das bringt euch mehr. Er sagt, wir sind auf einem guten Platz gelandet. Also erstens machen nur 3 mit. Und er kann nur 2. oder 3. werden, weil der erste ging an Pookie. Wobei er könnte, 2. oder 3. werden. Ja, keine Ahnung. Also mich freut es eigentlich immer, wenn Pokémon wieder ein bisschen in den Hype kommt und von vielen neuen Zuschauern da angeschaut wird. Aber, keine Ahnung. Ich meine, er hat auch eine Rolle gespielt, aber muss er die Rolle eines Spasten spielen? Ich meine... Was ist daran lustig, dem Typen zuzuschauen, wie er 10-mal daneben wirft und nicht hinbekommt, einen Curveball zu werfen? Auch als Nicht-Pokémon-Spieler, ich weiß nicht, was daran unterhalten ist, dem zuzuschauen, wie er daneben wirft. Ich meine schon klar, dass es eine Rolle ist, aber halt eine schlechte Rolle, keine Ahnung. Vielleicht nehme ich das auch zu persönlich, weil er hat Pokémon wieder richtig schlecht ins Licht dargestellt. Er ist zweimal irgendwie dagegen gelaufen. Er spielt irgend so einen Spasten, der nicht mal einen Ball werfen kann. Keine Ahnung, das mit der Perücke war auch so unlustig. Ich weiß nicht, Leute. Auf jeden Fall, Video, das ich nicht liken muss. Ich gebe ihm auf jeden Fall einen direkten Dislike. Ja, schade. Wenigstens hat Pookie gewonnen. Er kann wenigstens noch ein bisschen Pokémon Go zocken. Eure Meinung zu dem Video unten in den Kommentaren. Sehe ich das Ganze hier zu eng? Oder war es sogar echt lustig und ich habe es irgendwie nicht gecheckt? Was weiß ich. Ah ja! Ein richtiges Video, ein richtiger YouTuber, der mal außerhalb des Hypes ein Video zu Pokémon Go gemacht hat.
an sich eine gute Sache. Aber ich finde, Pokémon Go, also die Spieler, das Spiel an sich, wurde in einem schlechten Licht dargestellt. Ich meine, er hätte doch, weiß nicht, er kann das doch auch einfach ernst nehmen. Wäre das so schlecht angekommen bei den Zuschauern? Ich weiß nicht. Er ist ja ein echter YouTuber. Er wird schon wissen, wie man am meisten Klicks macht, aber wäre es so schlimm gewesen, die Challenge ernst zu nehmen und sagen, hey, ich versuche jetzt ernsthaft echt das beste Pokémon zu fangen in der halben Stunde. Wäre das so unbeliebt bei den Normalos, sag ich mal, angekommen? Keine Ahnung, Mann. Eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.